Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Stunde der Kritiker. Mein Name ist Jörg Langer und ich stehe hier in München. Und hier ist Heinrich Lenhardt im Studio Vancouver. Ja, man könnte sagen, wir sind ein bisschen spät dran mit Dragon's Dogma. Das Ding ist ja schon vor Urzeiten erschienen auf Konsole. Aber nein, die PC-Fassung, die ist brandneu. An mir ist Dragon's Dogma jedenfalls bisher erfolgreich vorbeigegangen. Nie gespielt auf den Konsolen, bin umso gespannter auf die PC-Version. Zumal ich ja gehört habe, es geht so in Richtung Rollenspiel-Action und auch mit einer richtigen Party. Alles Zutaten, die mich durchaus neugierig machen. Dragon's Dogma scheint so ein bisschen in die Richtung von Dark Souls zu gehen, aber doch mit einigen Unterschieden. Das Kampfsystem ist wohl actionreicher und es gibt so eine richtige Oberwelt und es gibt eine Party. Und das ist wirklich ungewöhnlich, denn dass man in einem 3D-Rollenspiel, wo man ja meistens nur einen Helden spielt, ob jetzt aus Ego-Sicht oder aus der Verfolgerperspektive wie hier oder in Dark Souls, von einer richtigen Gruppe begleitet wird, das ist ganz ehrlich sehr selten. Mir fällt jetzt spontan kein anderes ein. Klar, einige Begleiter bei einem Risen oder Witcher, das gibt's schon mal, oder auch Fallout und so weiter. Aber eine richtige Party, die immer dabei ist, das hat relative Seltenheit. Und das erinnert mich doch an die gute alte Zeit des Party-Rollenspiels und darum freue ich mich darauf. Na, gespannt bin ich vor allen Dingen darauf, inwieweit das nun ein ernstzunehmendes Rollenspiel ist oder vielleicht doch nur ein oberflächliches Geschnetzel, so vielleicht Devil May Cry mit ein paar Drachen mehr. Lassen wir uns überraschen. Auch freue ich mich drauf, das scheint ein weiteres Highlight von Dragon's Dogma zu sein, schöne große End- und Zwischengegner vorgesetzt zu bekommen. Ob die jetzt so schwer sind wie in Dark Souls und Co., das werde ich sehen, aber ja, das klingt für mich nach einer schönen Mischung. Also mehr Rollenspiel und auch mehr klassisches Rollenspiel als Dark Souls, aber trotzdem Action-Kampfsystem und 3D-Grafik. Stürzen wir uns also geschwind in die Stunde, denn die ganze Familie vom Kind bis zum Opa ist jetzt mächtig gespannt auf Dragon's Dogma. Okay, ich soll als erstes den einen Drachen gleich mal jagen. Wahrscheinlich ist es so ein typisches Prolog-Intro. Entweder Vorgeschichte oder ich sehe schon mal einen Vorgeschmack aufs Ende. Das sind ja nicht die unspannendsten Beginne meistens. Und dem hier laufe ich hinterher. Die Musik wird dramatisch. Das ist ein großer Drache. Ja, it shows itself. Ja, den hätte ich jetzt auch nicht übersehen. Danke für den Hinweis. So, und was machen wir jetzt mit dem? Einfach so angreifen? Nee, das ist viel zu gefährlich. Geh du mal vorne weg. Ja, ja, du opferst dich jetzt hier. Ich bin der Hauptheld, ich bin wichtiger. Was? Wohin? Da lang? Oh, das ist ja noch mehr böse. Das ist jetzt auch viel mehr die Kragenweite, die mir vorschwebt, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Okay, hier gibt's kein Friendly Fire, also ich muss mir keine Sorgen machen, dass ich dem Salde hier in die Seite piekse. Okay, zu wem soll ich jetzt gehen? Zum Drachen? Oder zu meinem Kumpel? Oh, der da schon im Kampf verstrickt ist. Dann kümmern wir uns erstmal um den Kleinen, bevor wir den Drachen noch schnell besiegen. Ah, das scheint so ein Special Move von ihm gewesen zu sein. Er hält die und ein Streich von mir tötet sie dann. Das war ja einfach. Looten geht aber wohl nicht, wenn man nichts sieht. Okay, also da hocken jetzt die Vasallen drin. Das ist ja so die wesentliche Besonderheit im Vergleich zum Beispiel zu Dark Souls. Man ist zu viert unterwegs und hier kommen zwei Buben raus oder ein Mädel und ein Bube. Hallo, schöne Frau. Ja, ich bin immer zu viert. Da fühlen wir uns doch. Guck mal, der guckt schon ganz zuversichtlich. Haha, die machen die schmutzige Arbeit für mich. Ein Spiel nach meinem Geschmack. Und die Morgana, Servus und der Quincy. Der Quincy, wie wird er ausgesprochen? Oder die, oh, Entschuldigung, nichts für ungut. Die Quincy und der Saldi ist ja wie hier am Stammtisch. Ah, und jetzt kann ich sie noch kommandieren. Very well. Very well. Okay. Ich glaube, ich verlasse mich erstmal auf die KI. Was? Weapon Skills gibt's auch. Das heißt. Was? Wie? Jetzt wird es aber unübersichtlich. Lass mal auch mal einen übrig.
Okay, und wenn ich gleichzeitig... Ah ja, wenn ich gleichzeitig noch einen Button drücke, dann haut er irgendwie anders zu. Was? Oh, ich kann Gegner aufsammeln und rumwerfen. Aber locken, also aufschalten auf den Gegner, das scheint nicht zu gehen. Aber ich kann schon sehr erfolgreich Potions einsammeln. Und? Das ist nichts hier, oder? Grünlattig. Okay. Da scheint es weiter zu gehen. Und da hoch. Also wir sind jetzt auf der Suche nach dem Drachen. Wow, schaut euch sie an. Sie kommt hier auf einer ganz anderen Route. Es ist natürlich auch wichtig. Also die KI sollte schon was taugen, wenn das Spiel auf einer Viererparty aufbaut. Ups, ich kann auch... Ich kann auch die Partymitglieder aufsammeln. Okay, Morgana, wir gehen jetzt mal hier ans Lagerfeuer und ich erzähle dir ein paar Geschichten aus meinem Leben. Nein, so machen wir das nicht. So, ganz begeistert. Klopft sich ja noch ein bisschen ab. Das ist aber echt praktisch. Guck, geht auch mit dem Salde. Der ist auch ein bisschen schwerer, aber kein Problem. Kann ich den jetzt auch irgendwie auch werfen? Wie reagiert denn der Salde da drauf? Oh, war nur Spaß, oder? Kein Problem. Hier hoch, oder? Ja. Oh! Eine nicht sehr beeindruckend aussehende, was ist das, Harpyie? Lockt sie herunter. Mhm. Also die Kamera hat schon mal leichte Probleme in beengten Verhältnissen. Wie gut, dass ich nichts sehe. Ah, jetzt habe ich sie am Boden und jetzt kann ich sie auch töten. Ja, dood, oder? Jetzt. Also bislang scheint es mir so eher fröhliches Schnetzeln in Diablo-Manier zu sein. Oh, okay. Er provoziert die Kreatur. Ja, auf die Dauer wird es ein bisschen anstrengend, wenn es alle 3 Sekunden so eine Zeitlupe gibt, aber ich konstatiere, die Partymitglieder kämpfen durchaus mit. Okay, da wäre ich jetzt vielleicht auch selber drauf gekommen, aber man weiß ja nie. Nie die Intelligenz des Anführers überschätzen. Ganz wichtig, auch im Berufsleben. Und jetzt muss ich mal selber mitdenken, oder was? Also da geht's nicht runter und da jetzt stehen sie alle und gucken, du siehst du mal. Jetzt bin ich doch als Führungskraft gefragt. Aber bislang habe ich zum Kampfsystem eigentlich nur rausgefunden, es gibt diesen schnellen Schlag, diesen schweren und dann noch in Verbindung mit Alt, Schildruf und in Verbindung mit Steuerung den Sicherheitshieb. Also zurück, hopsen und dann nach vorne. Also ausweichen und zuschlagen quasi. Und gibt es Straving? Na, das ist so, ist eigentlich nur Rennen, was ich da gerade mache. Keine Ausweichrolle à la Dark Souls. Na gut. Muss hier reichen. Jetzt werde ich noch geheilt. Sehr praktisch, vielen Dank. Ah ja, der Kollege hält das Vögelchen fest und damit ich besser draufhauen kann, so. Wir sind das viele. Ja. Wie war das mit diesen Waffenskills? Oh, falsche Richtung. Aber gut gedacht. So, besser. Ja, genau. Also, war da nicht auch eine Schatzkiste? Ah, F drücken, um mich festzuhalten. Hey! Und jetzt? Ah! Erst die Schlange loswerden, sagt sie. Dann versuche ich mal... Was? Bin ich tot? Nee, ich schlafe. Ah, ist schon ein bisschen wirr alles. Ich will eigentlich die Schlange, weil das wurde mir gesagt, ich soll auf die Schlange erstmal einprügeln. Das fällt mir aber schwer, wenn ich dauernd tot bin. Jetzt muss ich mal weg hier. Bin ich jetzt tot? Ich bin tot. Schade. Gespeichert habe ich nicht. Hm.
Habe ich dem Kater eigentlich noch Trockenfutter gegeben, bevor ich angefangen habe zu spielen? Naja, weiß auch nicht, warum mir das jetzt gerade einfällt, aber okay, also, oh, das ist was Größeres. Muss man ein bisschen aufpassen. Wie war das mit Blocken? Ich kann doch irgendwie blocken. Welche, ja, fangt ihr schon mal an? Und ich, das war blocken, ne? You shall not cast. Okay, machen wir mal irgendeine Spezialattacke. Oh ja, abgelenkt und von hinten. Oder geht auf eine Stereo-Attacke, oder? Und ein bisschen wegspringen und von der Flanke. Klingt das was? Oh, oh. Bin ich das? Wer ist da jetzt zu Boden gegangen? Nicht wirklich, oder? Eingeschlafen. Ja, jetzt heil mich mal. Komm. Morgana? Tatsächlich. Sehr gut. Gut gemacht. Hervorragend. Oh, das. Du hast auf mich abgesehen. Warum auf mich? Das sind vier saftige Helden insgesamt. Da kann man auch mal... Okay, wo sind denn meine die Fernkämpfer? Die machen hier was, das ist gut. Ich lenke ihn ab und ihr beschießt ihn aus der Ferne. Das ist eine gute Strategie. Dann möchte ich so aussehen. Ja, so vollschlank und behaart am Kopfe, wie ich eben bin. Und... Die Stimme gefällt mir, detailliertere Veränderungen. Ja, da kann ich jetzt alles Mögliche machen. Ach ja, friedliche Idylle. Gerade sah man allerdings schon einen Drachen aufs Ufer zufliegen auf der Insel. Nee, das bin ich. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. The prophets have spoken, friends. The dragon's return is nigh. Ich dachte, ich dürfte jetzt kämpfen, aber dem ist nicht so. Genau, wenn ein Drache tief Luft holt, auf jeden Fall stehen bleiben und möglichst noch was Brennbares sich kurz überwerfen. Ich meine, das einzig Sinnvolle. Darf ich aber nicht... Oh, jetzt bin ich auf den Gegner gelockt. Also bei einem ganz großen... Ich kann doch hochspringen, oder? Nee, es geht jetzt hier ausgerechnet nicht. Einen ganz großen lockt man automatisch anscheinend. Okay. Ja, ich habe schon 1/1000stel Promille von 7 Milliarden Hitpoints ihm abgezogen. Oh, das ist mein Schwert, das hätte ich gerne wieder. Also, das war wirklich nur so ein bisschen Vorgeschichte zum Barben werden und jetzt wird der eigentliche Held erst festgelegt und ach, wenn es immer nur so leicht wäre mit dem Körpertyp. ein bisschen zu realistisch, oder? Da kommt jetzt schon ein Jüngling nehmen, okay, der hat ein bisschen viel Starkbier zu sich genommen, also wirklich für jeden etwas dabei, ne? Nehmen wir doch so den Standard, den mittelmäßigen, komm, haut schon hin. Er hat mir mal eben kurz das Herz entrissen. Gib mir mein Herz zurück. Jetzt konsumiert er es. Erstaunlich lange Lebenserwartung ohne Herz. Aber wahrscheinlich bin ich es dadurch irgendwie zu einem Erweckten geworden. Das ist ja die deutsche Übersetzung von Arisen. Jetzt geht's los. Ja, also kein schlechter Ersteindruck. Wie gesagt, dieser Kampf war doch sehr wirr. Ja. Ah, es gibt nur einen Speicherpunkt. Ja, passt zum Spieltyp. Ah, Moment, Karte. Es scheint ja erstmal friedlich loszugehen in einem Dorf. Dann kann ich scrollen, zoomen, wunderbar. Status, Stufe 1, alles sehr übersichtlich. Kann ich sie eigentlich verletzen? Oh, so, das war die Frau Gemahlin. Eigentlich auch schön. Ich hoffe, ich brauche sie nicht mehr für irgendwas. Ich stecke das Schwert mal wieder weg, besser.
Okay, das stirbt sich jetzt eher unangenehm, so ohne Herz oder... Ach Gottchen. Warum nicht? Okay, das macht aber auch keinen Drachensatz, so ein Einzelorgan. Ah, jetzt kommt die Klassenwahl, würde ich mal sagen. Kämpfer, Astrider ist also so eine Art Waldläufer, ne? Gelenkig, Bogen aus der Ferne. Ja, also Nahkampf, ich weiß nicht, wenn ich dann auch wieder Begleiter habe, will ich da immer so nah dran sein. Ach, ich mag Magier. Okay, ich gehe jetzt hier mal runter und habe meine Stamina-Leiste aufgebraucht. Das ist dieser orangene Balken unterhalb meiner Hitpoints. Also, wow, ich habe ja hier ein Monsterschwert, das durchteilt ja. Also man kann ziemlich viel kaputt machen. Aber Beute scheint nicht so reich gesät zu sein in diesem Spiel. Na, da würde ich mal sagen, wir sind jetzt wohl langsam so weit für die große, weite Welt. Also wir haben unsere Klasse gewählt und... Ah ja, und ich möge doch mit Leuten reden, um Quests zu erhalten. Hier ein Icon, da ein Icon. Ach ja, und das ist ja jetzt doch... Ach, wie hübsch, guck mal. Ist doch mal was anderes nach diesen ganzen Anfangs-Dungeons. Da komme ich her, es war also keine weite Distanz. Ich kann Wegpunkte setzen. Ja, also... Und das ist nochmal... eine kleinere Karte, also die eigentliche Weltkarte. Das ist ja durchaus verheißungsvoll. Noch verheißungsvoller fände ich eigentlich die Aufträge. Was soll ich machen? Untersucht die Umgebung des Lagers, bis ihr auf eine Bedrohung stoßt. Na, das wird ja nicht so lange dauern, denke ich mal. Ich kann noch mit Leuten reden. Gut, er ist nicht so gesprächig. Ah, nein! Ah, zum Glück beschwerte sich nur, das sah nicht so aus. Ich wollte das Gespräch wegklicken, das dann gar nicht entstand und dadurch habe ich zugehauen. The beast comes. Hurry. Das sah nicht so aus, als hätte ich ihn besiegt. Okay, da müssen wir auch hin. Unbedingt. Wow. Das ist auch schon das dritte Großmonster, das ich zu sehen bekomme. Also das macht natürlich schon Freude, wenn das in dem Tempo weitergeht. Jetzt haben wir einen Zyklopen, der wahrscheinlich die eine Spitze seines Horns vermisst. Also was haben wir gelernt? Hochklettern. So. Ah, jetzt muss ich wirklich klettern. Aber nicht... Also so richtig hochklettern, das ist ja cool. Das hat ja echt was. Nochmal. Da mussten wir aber jetzt nicht lange sprinten, schon passiert was. So geht das hier nicht. Ja, ich weiß, wie ich angreifen kann. Okay. Ja, siehste, die Bumper-Tasten machen was mit Weapon-Skills, aber was genau? Naja, gucken wir mal. Achso, ich bin ja der Magier jetzt. Sekunde. Sekunde, ich bin ja kein Nahkämpfer mehr, ganz vergessen. Das heißt, ich schieße jetzt einfach so aus der Ferne. Du schießt auch. Oh, prima. Und was ist die schwere Attacke? Ach, das ist ja die Nahkampfattacke. Okay, also ich kann also auch mit dem Stab in den Nahkampf gehen. Und ein bisschen ärgern, weil der Ruck ist ja wohl auch ein Fernkämpfer. Ach ja, das feuert sich aber ganz gut so. Das ist so mein Geschmack. Mach ich doch, so. Zum Glück gab es da keine Kollisionsabfrage. Und das war's. Naja, 515 Punkte. Sehr spaßig, aber es hat sich jetzt nicht so ganz perfekt angefühlt. Also sehr viele so kleinere Clipping-Fehler und so. Oder ja. Ah, es scheint einen Gefährten zu geben, wenn ihr mitgelesen habt. Ich habe nämlich zu schnell weggeklickt. Der dann immer bei mir bleibt und die anderen hole ich dann dazu, oder was? Ja, dann hole ich mir natürlich eine Frau. Was habt ihr gedacht? So.
Name ist keiner, da habe ich jetzt zu früh geklickt. Ada wegen mir. Darf ich noch einen Namen? Ach, beides ist es Ada. Soll mir recht sein. Ach, das ist ja nett. Ja. Mach du mal die Fässer kaputt, ich sammle auf. Das, oder du sammelst selber auf. Sehr schön. Also, Mitarbeiter, die Eigeninitiative zeigen. Keine schlechte Sache. Ach, ich schmeiße so gerne Sachen rum. Großer Spaß. Und wo ist jetzt eigentlich der Eingang hier? Messerscharf kombiniert. Also abgesehen von seinem toten Blick, der nicht vorhandenen Mimik, die ja noch dazu gehört, dass das irgendwelche, diese Legionen keine Gefühle haben und so, sieht es trotzdem reichlich dämlich aus, darauf wollte ich hinaus. Okay, ich bin jetzt durch diese Glanztat, diesen also wehrlosen Großgegner da zu plätten, wenn ich es überhaupt selber war, bin ich jetzt quasi... Hier der Obermacker. Du siehst mir nach einer Bedrohung aus. Okay, ich glaube, ich habe meine Bedrohung gefunden für diese Quest. Und alle möglichen Leute, die brauchen mich doch gar nicht, oder? Ich gucke jetzt einfach zu und sorge für schöne Videowinkel. Nein, okay. Ich kann ja ein bisschen mitschießen. Und ach ja, Moment mal, wie war das mit dem geraden Pepper stehen? Und jetzt schmeiße ich dich auf die Großen. Aber es gibt jetzt nichts so von wegen so Lock oder dass ich das Ziel erfasse. Okay, vielleicht doch mal aufpassen. Als erstes begegne ich einem Drachen. Dann werde ich von so einer Chimäre getötet. Dann darf ich immerhin noch so einen tauben Zyklopen plätten. Und jetzt muss ich frachten. Afraid, sagt er, Kisten einsammeln. Na, wenn es weiter nichts ist. Das machen die Leute schon für mich, oder? Ich bin eher so der Aufpasser. Oh, da hat er mir die auch noch weggenommen hier. Ha, hallo. Die Deadline draws near. Das ist ja süß. Ah, jetzt gibt es ja noch einen Persönlichkeitstest sozusagen. Also erst durfte ich mir aussuchen, wie denn hier mein Hauptbegleiter oder Begleiterin, wie die nun aussehen wird. Und jetzt durch so einen Multiple-Choice-Test legen wir noch ein bisschen so den Charakter fest. Das ist ja auch niedlich. Also im Angesicht einer Gefahr. Was schätze ich am meisten? Schnelles Denken, eiserner Wille, Vorbereitung, Charisma am anderen. Schnelldenken ist immer gut, würde ich mal sagen. Ah, das ist jetzt sowieso eine... Schattenwelt, so eine Zwischendimension, und da flanieren die ganzen potenziellen Partymitglieder rum. Und das Symbol ist dann wohl die Klasse, und ich nehme mal an, grün, genau, die hat auch ein Bruch, die ist doch niedlich. Die Neria. Yes, Arisen. Die hören wir doch an. Ach, wir hatten ja noch einen freien Slot, dann kann ich ja den Ruck behalten. Also die Ada mit ihrer künstlichen, hochgepitchten Stimme ist schwer erträglich. Darf ich die noch zurückgeben? Ja. Ah, und hier muss ich schon wieder zahlen. Verwaltung des Lagers. Ah, okay, da könnte ich jetzt überflüssigen... Tanz lassen und ich kann Fähigkeiten erlernen. Ja, das ist... Ja, das möchte ich haben. Wie viele Disziplinpunkte habe ich? 547. 400. Perfekt. Ist es damit auch schon ausgerüstet oder muss ich das noch extra machen? Ja, schön Abstand halten. Das haben wir vorhin gelernt. Muss da irgendjemand gerettet werden? Nee, also meine drei Gefährten stellen sich gar nicht mal so doof an. Noch ist keiner verschluckt worden, nur der eine oder andere. Oh oh, Tineria ist gerade irgendwie. Oh oh. Wie ist sie denn? Ist immer noch ein Mäulchen. Komm, rück mal Tineria raus, das kann ja nicht sein. Noch ist sie nicht geschluckt worden. Also so ganz mit dem Zielen jetzt.
Auf zur nächsten Quest. Alle leveln. Und wir gucken auf die Uhr und stellen fest, ach, das sieht doch sehr heldenhaft aus. Obwohl ich mal langsam was Besseres zum Anziehen bräuchte. Oder habe ich da noch was übersehen? Im Inventar, meine Untergebenen, die gucken auch schon sehr skeptisch. Okay, also das muss jetzt noch sein. Moment, wie war das? Inventar. Habe ich vor lauter Aufregung nicht an meine Klamotten gedacht? Oh, mein Held sieht... Ah, tatsächlich. Ja, warum nicht? Das ist doch... Damit jagen wir die Monster davon mit solchen modischen Torheiten. Okay, also würde ich mal sagen, mit diesem schönen Anblick reißen wir uns jetzt aber wirklich los. Danke fürs Heilen, sonst wäre ich jetzt fast tot gewesen. Es macht Spaß. Also ich drücke jetzt so immer die Steuerungstaste, dann habe ich links, rechts. Was aber ganz gut dazu passt, was ich eigentlich sagen wollte, dass das Kampfsystem relativ schnetzelmäßig sei, also gleich widerlegt. Man hat dann doch einige unterschiedliche Angriffe und kann sie ja auch sich selbst aussuchen. Also das war erst ein falscher Eindruck von mir. So. Na, immerhin noch ein Goblin als Gegner. An dem probiere ich jetzt mal auch meine neuen Fähigkeiten aus. Ja, so macht das Spaß. Also, das macht nicht so viel Schaden, aber es bringt sie halt zu Boden. Also schnetzeln, aber mit unterschiedlichen Angriffen immerhin. Und das war die Goblin-Plage. Ne, einer steht noch. Stand noch. Am auffälligsten und charmantesten in der ersten Stunde sind für mich die Begleiter. Es hat ja was von Wandertag mit der Vorschulgruppe, wie aufgeregt und wiederholt die Pawns auf allen möglichen Kleinkram hinweisen. Guck mal, da steht ein Baum, guck mal, da ist ein Abgrund. Hey, ist das nicht ein Abgrund? Das sollten wir nicht runterfallen, das ist ein Abgrund. Ist jetzt nur ein bisschen übertrieben, aber es ist charmant. Es ist vielleicht nicht jedermanns Sache. Ich fand es total knuffig, wie da so meine Minions, wie ich sie gerne nenne, auch auf die offensichtlichsten Details des Spiels Welt wiederholt hinweisen. Das fing ja gleich super spannend an mit diesem riesigen Drachen. Dann war der riesige Drache weg. Dann kam eine immer noch ziemlich große Chimäre hier mit dem Löwenkopf und dem Ziegenkörper und so weiter. Aber dann bin ich da gestorben und dann war das aber auch schon vorbei und irgendwie war ich verwirrt und ja. Aber dann fing es wieder schön an, große Küstensiedlung, in der ich ein bisschen rumlaufen kann, wo es tatsächlich Leute gibt zum Ansprechen. Und anders als ein Dark Souls hat es dann wirklich als Rollenspiel gleich gestartet und das fand ich dann sehr schön. Und überhaupt, die Party als solche ist etwas, was ich ja in vielen Rollenspiel-Hybriden viel zu häufig vermisse. Also seit Dragon Age Inquisition gab es ja auch wirklich nichts in der Richtung so Open World mit Gruppenverwaltung. Meistens ist man ja immer so als Einzelkämpfer unterwegs oder hat so à la Fallout mal irgendeinen Schäferhund als Begleiter. Es ist nicht ganz dasselbe. Und auch wenn es teilweise ein bisschen unübersichtlich wird, weil alle gleichzeitig irgendwas machen, es hat doch eine gewisse Dynamik und eine leichte taktische Note. Allerdings, warum mir dann alles zum zweiten Mal erklärt wird, das weiß ich nicht, ob dieses Intro vielleicht das Dark Arisen Intro ist oder, also mir wurde definitiv zweimal erklärt, wie ich angreife, aber mir wurde nie so richtig gesagt, ob es Kombos gibt oder so. Also da hätten die netten Japaner vielleicht sich noch ein bisschen mehr Mühe geben können, mich in das Spiel einzuführen. Auch beim Klettern da, also auf Gegner, da stand dann halt einmal drücke F, also ich habe es ja mit Tastatur gespielt, und um auf Gegner rauf zu klettern, aber dass man dann um die so teilweise herumklettern kann und was man dann tut und wie man dann vielleicht auch angreift, ohne gleich wieder rumzufallen, also da runterzufallen, da hätte ich mir vielleicht sowas wie ein Tutorial tatsächlich mal gewünscht. Gerade die leichte Unberechenbarkeit und die Dynamik der Kämpfe ist es, was sie so reizvoll macht, zumal die Capcom-Designer sicher nicht von ihm zurückhalten, sondern uns gleich in der ersten Stunde alle möglichen dicken Monster-Oschi-Bosse oder sind es Monster-Boss-Oschis
auftischen. Die intrikaten Feinheiten des Begleitersystems habe ich jetzt natürlich mir nicht erschließen können in nur einer Stunde. Ich habe ja ziemlich überzogen, einer Stunde 10, einer Stunde 15. Aber ich glaube, das ist das Highlight des Spiels. Wenn das so funktioniert, wie ich es mir vorstelle, die KI scheint relativ solide zu sein und sinnvolle Sachen zu tun. Und das Gefühl, wirklich mit einer Gruppe darum zu laufen, das war tatsächlich da und das finde ich auch gut. Also nicht ein oder zwei Begleiter wie in anderen Spielen mal, sondern wirklich die ganze Zeit auch wohl dieselbe Gruppe, auch wenn man die wohl austauschen kann noch. Ich steigere auch zumindest meinen Begleiter und kann ihm neue Dinge verpassen und so. Überhaupt das Rollenspielsystem scheint da zu sein. Ich kann also Rüstung anlegen, meine Ausrüstung perfektionieren, mir Spezialfähigkeiten und Attacken auf bestimmte Angriffe legen. Welcher Idiot ist eigentlich als erster mal je auf die Idee gekommen, den Spielbeginn mit einem super starken Ausrüstungs- und Fähigkeiten gespickten Helden zu bestreiten, nur um nach etwa 20 bis 30 Minuten das alles wieder wegzunehmen nach dem Motto, ach, war ja nur ein Traum oder ach, das war der Vorgänger vor einigen Generationen, um mich dann erst richtig anfangen zu lassen. Gerade als ich mich so halbwegs an die Omnipotenz gewöhnt habe, darf ich dann irgendein Level 1 Würstchen steuern. Ziemlich doof und Dragon's Dogma macht das auch. Was mich ein bisschen gewundert hat allerdings in Sachen Ausrüstung und so, entweder ich habe es verpeilt oder ich habe keine Quickslots gefunden. Also mal einen Heiltrank einwerfen, einfach per Tastendruck, muss ich da wirklich jedes Mal ins Inventar gehen? Also falls ich dem Spiel da Unrecht tue, soll es mir verzeihen, aber das war so ein kleines Nervdetail, was ich jetzt nicht so ganz verstanden habe. Auch wenn das Spiel, natürlich ging ja sonst nicht, wenigstens pausiert, wenn man ins Inventar geht. Nach diesem etwas abrupten Hin und Her ganz zu Beginn ist die Einführung eigentlich ganz manierlich. Man kriegt die wesentlichen Steuerungsbasics beigebracht, ohne dass es zu anstrengend wirkt. Und es gibt all diese schönen roten Kringel auf der Minimap. Also du weißt eigentlich in der ersten Stunde immer genau, wo es weitergeht und wo was passiert. Ansonsten scheint da noch viel zu sein. Crafting, Pflanzen pflücken und daraus irgendetwas herstellen, wo ich nicht mal dran kratzen konnte. Ich glaube, da wird es dann einiges geben, wo man sich mit beschäftigen kann. Ein Punkt allerdings möchte ich doch noch anmerken, das Kampfsystem. Ich bin ja jetzt nicht der große Combo-Bewältiger in Spielen. Alles, was mehr als zwei Tasten hintereinander braucht, verwirrt mich endlos. Aber ein bisschen arg schien es mir schon in Richtung Schnetzeln hinauszulaufen. Also dieses von Dark Souls 1 und auch 2, dieses mit dem Schild vorgehen, blocken, richtige Time zuschlagen, das schien mir keine große Rolle zu spielen, zumindest nicht bei den Gegnern, die ich bislang gesehen habe. Bei den Großgegnern schien es schon so zu sein, dass man da bestimmte Stellen attackieren soll, aber so wirklich hingekriegt habe ich das nicht in den beiden Großkämpfen, die ich hatte. Und ja, da mag es Tricks geben, aber es gibt auch kein Aufschalten offenbar. Es wird jetzt bestimmt niemand Dragon's Dogma als neuen High-End-PC-Grafik-Referenztitel ausrufen wollen. Es sieht dem Titel schon ein bisschen an, dass er so noch auf Xbox 360-Generation Technologie basiert, aber eigentlich alles ganz anständig, hübsch genug für mich, hat jetzt auf keinen Fall meine Spielfreude gedämpft. Aber wenn es dann mal in die Nähe geht, also man mal jemanden ins Gesicht schaut oder ihn so im Halbporträt oder so sieht und dann die Animation, also so sieht es aus, wenn Dragon's Dogma jemand klatscht, falls diese Szene enthalten ist. Und ja, da sieht man doch die Herkunft ganz deutlich. Das Kampfspielgefühl geht ja wohl doch recht stark Richtung Action. Also ich kann jetzt hier nicht alles in Ruhe mal anhalten, wie bei Inquisition, um gemütlich Kommandos zu erteilen. Es ist schon mehr Let's Fetz, aber taktisch auch nicht uninteressant, weil ich halt die Möglichkeit habe, das Personal auch mal zu ändern, um zum Beispiel zu sagen, ach, lieber noch einen weiteren Nahkämpfer, der mir die Gegner von der Hucke hält. Summa summarum, lieber Heinrich, wirst du Dragon's Dogma Dark Arisen auf PC freiwillig weiterspielen oder etwa nicht? Würde ich Dragon's Dogma nach der ersten Stunde freiwillig weiterspielen? Ja, bestimmt. Würde ich Dragon's Dogma Dark Arisen auf PC freiwillig weiterspielen?
Ja, es hat einiges, was mir wirklich sehr gut gefällt. Freie Landschaft, Fantasy-Umfeld, die Begleiter, große, schöne Gegner, actionreiche Kämpfe, vielleicht sogar zu actionreich. Ja, ich sag mal vielleicht, weil auf der anderen Seite hat es auch einige technische Issues, die die ganzen Leute sehen aus der Nähe ziemlich grauselig aus und ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich da bei der Stange bleiben werde. Also wenn ich mal Zeit habe in den nächsten Wochen, dann sehr gerne, aber dass ich mir extra Zeit schaffen würde dafür, das dann doch eher nicht. Das ist für mich so die Grenze zwischen auf jeden Fall und eben vielleicht. Und jetzt noch eine Werbedurchsage. Die nächste SDK kommt bestimmt und ich kann euch sagen, es wird bestimmt eine SDK zu XCOM 2 geben. Insoweit könnt ihr euch darauf schon mal freuen und schauen wir mal, was der Februar sonst noch so alles bringen könnte. Bis dann!